Mittwoch, 25. November 2015, SC Magdeburg gegen TSV Hannover Burgdorf, heißt es am 15. Spieltag der Handball-Bundesliga. 5.960 Zuschauer erwarten einen klaren Sieg ihres SCM in der GTEC Arena. Er wurde mit besonderem Applaus empfangen und natürlich gab es Blumen für Robert Weber, der an diesem Tag seinen 30. Geburtstag hat. Schon sein Heimsieg, Bestes und Gesundheit. Robert Weber, Happy Birthday! Der erste Angriff läuft beim SCM und geht schief. Aber auch bei Hannover. Es vergehen fast 4 Minuten, dann aber Parade Dario Quenstedt. Und im Gegenzug das 1:0 durch Jakob Baggerstedt. Es fallen wenige Tore. Erst in der 9. Minute kommt das 2:2 erneut durch Jakob Baggerstedt. Bei dieser Aktion verletzt sich Matthias Musche und muss vom Parkett. Dem Geburtstagskind bleibt es überlassen, den SCM endlich in Führung zu bringen. Robert Weber mit dem 4:3. Doch diese Fehler sorgten leider dafür, dass der SCM nicht wirklich wegkam, sondern die Gäste mit 4:6 durch Julius Hinz in Führung gingen. Der SCM scheitert jetzt reihenweise. Aber Torwart Dario Quenstedt hat einen guten Tag erwischt und hält den Gastgeber im Spiel. Er hält sogar diesen 7 Meter. Es ist Michael Damgaard, der mit dem 12:11 die Halbzeitpausenführung herstellt. In der 32. Minute klappt es dann. Zuspiel Dario Quenstedt auf Yves Grafenhorst und der macht dann auch die erste 2-Tore-Führung, 13:11. 7 Minuten später, Pass quer über das Spielfeld von Marco Besiak auf Yves Grafenhorst und der macht das 17:14, die erste 3-Tore-Führung. In der 45. Minute ist Hannover aber wieder ran, 19:19, Ausgleich. Ausgleichstreffer 19:19 für Hannover-Burgdorf, Kai Häfner. In der 46. Minute dann diese glückliche Reaktion von Dario Quenstedt. Der Ball war praktisch schon durch. Ballzauber dann in der Minute 48. 22:20, Robert Weber im Fallen machte das Ding. Und der Schiedsrichter gratuliert. Und wieder 2 Tore vor. Aber Hannover hat noch nicht aufgegeben. Sven Sören Christoffersen mit dem 24:21. Einen klaren Ergebnisverlauf gibt es nicht. Hannover macht immer noch Druck. Eine Minute vor Schluss liefert Nemanja Selinovic das 30. Magdeburger Tor. Sekunden später trifft Julius Hinz mit dem 28. Gästetreffer zum Endstand. Tor Hannover-Burgdorf durch Julius Kühn und letzte Spielminute läuft, liebe Zuschauer. Dramatische Szene zum Schluss. Während sich Dario Quenstedt noch einmal mit einer Doppelparade auszeichnet, verletzt sich Hannovers Zaba Stütz. Der SCM gewinnt gegen die TSV Hannover 30:28 und hier die Stimme zum Spiel. Ich glaube, ausschlaggebend ist, wir sind in der Halbzeit dran, haben gute Möglichkeiten und nutzen sie zum Teil einfach nicht konsequent genug und in der Abwehr fehlt nachher die Konsequenz. Magdeburg spielt unheimlich lange und schafft es dann eben häufig noch zum Torabschluss zu kommen. Ich glaube, wir kassieren 18 Tore in der zweiten Halbzeit, konnten also nicht an die Deckungsleistung von der ersten Halbzeit anknüpfen. Und ja, wenn man 30 Tore auswärts kassiert, dann ist es schwierig, Spiele zu gewinnen. Wenn wir jetzt ein lockerer, leichtes Spiel gezeigt hätten, fast von vorne bis hinten alles funktioniert, das hätte mich dann selber auch überrascht. Wir sind in einer kleinen Krise und deswegen sind wir einfach nur überglücklich, dass wir das Spiel überhaupt gewonnen haben. Das war natürlich zwischendurch mal echt zähe Kost, aber umso wichtiger, dass wir es einfach gezogen haben. Das ist jetzt einfach, mehr zählt im Moment nicht. Es war ein hartes Stück Arbeit heute. Das wussten wir, vor allem Hannover ist eine sehr gute Mannschaft.
eine robuste Mannschaft und wir waren halt momentan nicht gerade so im Hoch und da war im Endeffekt die zwei Punkte sehr, sehr wichtig. Am Schluss zählt das Ergebnis und das war dann egal wie. Am Anfang haben wir so gedacht, wenn das so weitergeht, steht zur Halbzeit 9-9. Es wollten ja auf beiden Seiten keine Tore rein. Ja, bei uns war es vor allem, also wir haben sehr, sehr gut gedeckt, denke ich, in der ersten Halbzeit. Dario hält sehr, sehr gut. Das Problem war vor allem in der ersten Halbzeit, wir geben 5-6 Bälle leichtfertig weg und kassieren dann auch so die Gegenschusstore. Das haben wir in der zweiten Halbzeit ein bisschen weggelassen, aber kassieren dann die Schlagwürfe und schnelle Tore. Das müssen wir einfach in Zukunft konzentrierter sein. Ich habe schon vorhin erwähnt, wenn wir in der zweiten Halbzeit drei Tore weniger kassieren, dann kann man da gut damit leben. So ein 30, 25, denke ich, wäre zu Hause super gewesen. Jetzt sind es halt noch drei mehr gewesen, aber ich denke, wir als Mannschaft und ich hoffe auch, der ganze Verein kann mit dem Sieg heute leben. Man hätte sich gewünscht, klar, dass höher gewinnen, aber so ist das. Und wichtig ist, dass wir haben das Spiel gewonnen. Wir haben zwei gute, wichtige Punkte geholt. Und am Ende des Tages glaube ich, dass wir haben viele gute Dinge gemacht. Und für uns alle ist das ganz, ganz wichtig, die zwei Punkte zu holen.